Hi Freunde, ich habe ewig lang kein Video mehr gemacht und mir fehlt das voll. Deshalb bauen wir heute mal zusammen ein Dachtor ab. Und zwar Ausgangssituation. Das ist mein Auto. Ich mag das, wenn alles so seinen Platz hat, weißt du, und alles irgendwo hin kann. Ne? In keinem Aspekt von meinem Leben ist das irgendwo so. So, und damit wollen wir heute jetzt mal anfangen. Weil das Problem ist, die Kiste ist immer komplett zugemüllt, bis oben hin, gell? Und wenn ich dann irgendwas ausbuddel, so, dann ist die dreckige Schaufel hier drin, die ganze Sonne klappert hier rum. Oh, Vorsicht, nicht erschrecken, das ist ein anderes Projekt. Da kommen wir vielleicht später irgendwann mal dazu. So, hier der ganze Scheiß, das kann alles mal oben hin. Hier hinten ist immer alles voll. Jetzt liegt da zum Beispiel mein Mittagessen neben dem GPS, ist das doch kacke irgendwie. Hier vorne, das da ist mein Mülleimer allein schon. Ist einfach nicht aufgeräumt, ne? Ich will jetzt halt sowas machen, dass der Dachkorb halt eben oben drauf ist einfach. Der ganze Scheiß da rein. Das heißt, ich habe innen drin wieder ein normales Auto, weil momentan habe ich einfach nur einen Einsitzer im Endeffekt. So, wenn wir jetzt am Wochenende auf den Berg fahren, wie schön ist das da hinten? Ich muss richtig kacken langsam. Oder Fallschirmspringen gehen oder so. So, dann will ich halt eben in dem Auto drin pennen können. So, und das wird dann nachher so, dass hier alles flach ist quasi und dann, dass man das umlegen kann oder eine Matratze rein, mal gucken. Auf jeden Fall muss jetzt erstmal der ganze Scheiß da aufs Dach, der mich stört. So, jetzt ist es so, dass der Touareg hier so Schienen auf dem Dach hat, ne? Und da kann ich halt super schön reinbuddeln. So, und da gibt es auch so Standfüße für oder so, aber die sind erstens auch teuer und zweitens kann man die ja selber bauen. Außerdem will ich das schön flach haben. Was ich dafür nehme, ist einfach diese L-Profil-Geschichte hier, 8 mm. Man könnte auch 6 mm wahrscheinlich nehmen, aber ich finde 8 mm ist einfach schön robust. So, dann unten drunter kommt so ein fasermierter Gummischeiß, damit das eben sich schön da reintüdelt. So, und das ist bei eurem Auto wahrscheinlich anders. Die kann man auch fertig kaufen und so, aber ich will sie selber bauen. So, und wir schneiden jetzt als erstes mal die L-Profile. Ich mache die 8 cm breit, ich mache 3 oder 4 Stück pro Seite. Schneid dir bloß nichts ab, obwohl wer auf der Kamera macht, ne? Ja. Geil, das hier gefällt mir richtig gut. Alter, sind die schwer. Das macht doch wie Julian. Das ist so bescheuert, Alter. Ich merke gerade, das hier muss ja eigentlich ziemlich genau sein, sonst sind die ja nachher voll schepp zueinander, ne? Ja. Weil ich mache einfach Millimeter mehr zur Seite, so, dann hat es ein bisschen Spiel. Das ist egal, der Murkser bleibt für Murkser. Gut gefuscht, ist keine schlechte Arbeit. Ich glaube, das funktioniert. Ich probiere das jetzt einfach. Oh nee, Alter, ich hab schon messen. Top. Es läuft wie am Schnürchen heute. So, und so sieht die Befestigung fürs Dach dann quasi im Endeffekt aus. Jetzt gibt es diese Nutensteine für in die Schiene rein, aber das zeige ich mal gleich noch. So, und würde wohl hier für die Dinger 70 Euro haben, weil die halt immer nur in 100er Dingern verkaufen irgendwie. Also bin ich einfach zu unserem Gaswasser-Scheiße-Typ gegangen und ja, da gab es die für irgendwelche anderen Schienen. Für ein paar Cent quasi. Und man konnte sie einzeln kaufen. Beziehungsweise ich habe sie auf einen Kumpel schreiben lassen, also sind sie quasi kostenlos gewesen. So, cool, kannst du jetzt hier mit so Gummifüße da drunter bauen? Das hält? Das habe ich nie gesagt. Boah, Alter, als wär's. Ja, komm mal, ja. Oh! Mich wundert, wie du das jetzt schon alles passt irgendwie. So, und jetzt zu dem Zeitpunkt lackiere ich die erstmal. Boah. Könnte man auch später machen, so, aber weil ich muss ja noch bohren und alles, aber ich will es jetzt schon mal machen, weil dann kann ich nachher nur einfach Spot Repair machen und so gut muss auch nicht aussehen. So, jetzt denkt ihr sicher, das kann man viel schöner machen, ne? Und das rostet nachher eh wieder durch. Nur die Sache ist, ich habe einen riesen Vorteil auf meiner Seite und zwar ist es mir egal. Die 8 mm geben mir natürlich auch mehr Zeit, weil es sind noch 2 mm mehr, die erstmal durchgammeln müssen quasi, bis das Ding aufgibt, aber das wird ewig dauern. Geil, Alter. Zieh es extra so an, die Rostscheiß weg. Der ist so schön dick. Wobei soll das so? Eigentlich dachte ich, wäre gut, aber Alter, das ist wirklich so dick da drauf. So, und alles, was ich hier in dem Video an Material zeichne, das habe ich alles selber gekauft. Ist nicht gesponsert oder so, weil ich empfehle immer nur aus dem Tiefsten meines Herzens raus und außerdem will keiner meinen Scheiß sponsern.
Ich habe jetzt 2x1,80 Schienen und 3x1,50 oder irgend sowas. Warte mal, das sieht auch kurz aus. Oder 1,20, keine Ahnung. Weil jeder Zentimeter zählt, das kostet natürlich alles Geld. So, wenn die möglichst schon so sind, wie eure Maße nachher auch sind, dann bezahlt man natürlich weniger. So, dazu habe ich jetzt so Nutensteine und T-Steine. Komm, ich packe die ganzen Links mal in die Videobeschreibung halt rein. Ne? Hier so Eckverbinder noch. Scheiße, eine Sache fehlt. Ja. Oh. Ja, ich habe noch so andere Eckverbinder, wo man sich die Steine hier quasi sparen kann. Dann ist das ein... Ach komm, zeig ich nachher. Geil, Alter, es wird... So, guck, die meinte ich. Ja, die hab ich auch gemeint. Ja. Ich hatte die nur in Silber irgendwie gekauft. Ja, ich hatte sie auch schwarz bestellt, sie kam in Grau, ist auch cool. Muss ja kein Design-Award gewinnen. So, und da ich Vollidiot die Dinger jetzt schon lackiert habe und jetzt gerade warten muss darauf, bis sie getrocknet sind, dass ich die überhaupt mal anhalten kann. Hätte ich es vorher gemacht, hätte man jetzt schon anhalten können. Dann hätte ich quasi schon die Maße gehabt, dann lackieren und in der Zeit hätte ich schon die Zwischenprofile schneiden können. Aber ja. So, aber dafür gibt es ja das Wunderwerk der Technik heutzutage. Komm, die sind trocken genug. So, guck, jetzt kommen erstmal die zwei Äußersten hier rein und dann kann man die äußere Strebe mal da reinmachen und dann kannst du, scheiße. Und dann kannst du es mal anhalten und dann weißt du genau, wo du, was deine Höhe ist. Sag mal, wo war falsch eingebaut hier? So. So, und jetzt sieht man schon, wenn ich hier ganz ans Ende gehe, ne, ist hier zu wenig Platz. Sieht man das? Da hinten zur Kofferraumklappe, wenn es offen ist, dann zu wenig Platz. So, das heißt, ich muss da ein bisschen Freiraum lassen, weil da muss ja auch noch der Zusatzscheinwerfer drauf. Ja, und man braucht auch Platz zum Schaffen. So eine Wanderrate. Scheiße, Alter. Ist das eine gute? Alter, ich bin gespannt, ob das hier hinkommt. Ja, jetzt musst du aber überlegen, hier ein Auto gerade. Ja, ich hoffe, dass der Boden gerade ist, ja, weil sonst bringt die Wasserwahl ja gar nichts. Wärst du? Jo, ja. Oh Mann, Alter. Bisschen höher. Ja, top. Oh Mann, ey, ich sitze einfach. Oh, ich bin nicht ein Vollidiot, ey. So. Optimös. Das ist doch top. Oh, Scheiße. Alter, das. Oh, das ist eine Scheiße, ey. Boah, ich kann jetzt nichts machen einfach. Oder zwei von den kurzen verbinden fürs erste. Ich platz komplett. Erst schicken sie die Grauen und dann schicken sie alles zurück. Jetzt sind die ausverkauft, Alter. Wie geht denn das? Das ist doch wohl eine Frau. Ich verbinde zwei von den Kursen, dass man wenigstens irgendwas machen kann jetzt. Ich muss dann noch irgendwo eine herbekommen. Oder ich mache das hier so ordentlich, was ich nicht glaube, dass das hält. Aber ich probiere jetzt hier irgendwie mit den Steckverbindungen da irgendeine Scheiße zusammenzubosseln. Boah, ist das dumm, Alter. Wirklich, ich könnte da keinen Platz nicht machen. Ja, brauche ich irgendein Flacheisen und dann kann ich hier so... Oh, oh Mann, ey, das könnte so einfach sein. Das war eigentlich ein fertiges System, so wie ich es im Kopf hatte. Ja, ich besorge irgendwo Flacheisen. Okay, dann schauen wir. Jetzt muss ich es selber bestellen. Überall ausverkauft. Fucking Corona, ey. Wie ärgerlich, Alter. Jetzt ist das alles viel mehr Aufwand. Also, was ich jetzt machen muss, ist die beiden irgendwie miteinander verbinden. Ne? Ich baue jetzt ein paar Löcher hier rein und dann mache ich wie beim gebrochenen Bein einfach so eine Schiene. Fertig. Bis am Montag hält er. Genau. 1,80. Das hat mein Stift sogar noch aufgegeben hier. Ich muss die Schiene hier zersägen. Ach Mann, Alter, nervt mich das. Oh, Alter, fuck my life. Jetzt passt das nicht zusammen. Oh, ich hasse mein Leben, ey. Was passiert? Ich hab extra ein Stück Metall geschnitten, jetzt ist das zu dick. Fuck, das gibt's doch nicht. Och Mann, Alter. Oh, wie dumm, Alter. Ich hätte einfach mal ein scheiß Lineal die Hand nehmen können. Alter. So, jetzt nochmal das Ganze. Oh Mann.
Wenn das hier jetzt nicht klappt, dann fackel ich die Karre einfach ab. Was ist? Och Mann, Alter, das ist echt alles so mühselig. Warum steckt das denn da hin? Ey, wer das System hier auch entwickelt hat, den müssen wir eigentlich auf die Fresse hauen. Weißt du, das sieht von außen immer so super aus. Da hast du es mal in der Hand und da ist das nur Scheiße. Och Mann, Alter, das war alles auch zu nass so. Ja, tschö. Ich glaube, jetzt habe ich es. Wenn es jetzt. Mach du bitte. Hast du das jetzt schon? Alter. Kannst du mir ein paar Haare auf die Glatze photoshoppen? Guck mal, das ist doch bombenfest, das da, oder? Nur gerade ist das jetzt auch nicht. Oh. Nee, Scheiße. Ist vielleicht. Nee, komm, okay, nächster Schritt. Geht's wenigstens weiter. Das muss so hoch, dass der Meter ungefähr noch drunter passt. Ja, komm, ich mach erstmal einen fest. Ich muss jetzt den Ach, fuck, es ist auf der falschen Seite. Das muss nach außen. Außen an die Dinger dran. Ach so, und das Ding nach unten, oder nicht? Scheiße, das Ding ist gerade fest. Mann, Alter, ich kann nicht mal den Scheiß. Nee, ich brauche nur den Abstand zwischen den beiden Teilen jetzt, damit ich weiß, wie breit ich die Querstreben machen kann. Die Querstreben geben mir an, wie hoch das Ding nachher ist. Ja, aber sind die Streben nicht genauso hoch wie jetzt hier? Nein. Ich muss ja gucken, wenn hier eine Querstrebe ist, dass hier dann so ein Abstand ist, 2 cm oder sowas. Das ist ja hier, geht das in der Mitte höher und kommt da hinten nochmal runter. Jetzt kann ich nämlich hier den Abstand und dann kann ich mal eine Querstrebe schneiden und dann kann ich die mal reinmachen. Ja, 1,6 Meter. Schneide ich mal 2, dann haben wir schon so einen Rahmen. Schneid erstmal eine. Ja. Dann stelle ich das hier am besten schon direkt ein. Dann habe ich immer genau dasselbe Maß auf allen Querstreben. Ich kann nichts erkennen hier. Muss ja eigentlich passen, ne? Ja, wird schon passen. Komm. Oh. Gell, passt? 3 cm. Ah, passt auch von der Höhe, ja. Optimal. Wie schief geschnitten. Hä? Die Kappsäge kann doch nicht schief. Das zieht sich. Ich habe hier eh noch so Innenverbinder, dass diese Winkel gar nicht auf der Seite rausstehen. Aber die sind noch nicht da. War das ein Handy oder? Eigentlich auch nicht schlecht. Hier haben wir noch so eine kleine Kante da immer. Oh Mann. In der Theorie müsste das ja jetzt genau da oben reinpassen eigentlich, ne? Mal gespannt. Ey, das passt, oder? Ja, der Rest zieht sich bei. Ah, fuck, genau, deshalb wollte ich hier eine Zwischenstrebe, damit wir jetzt. Ja, Scheiße. Okay, ich mach grad an. Ja, das muss. Wir machen jetzt nochmal Kopf fest und dann gleich machen wir genau eine Meter breite das Ding hoch. Ist schon gar nicht so schlecht. Aber noch komplett schief. Das hier ist auch nicht so gut. Das Problem ist halt, dass das scheiß Profil sich jetzt durchbiegt. Das macht nämlich. Ja, von hinten siehst du es ganz gut, dass das schief ist. Überall im Blei, ne? Gerade. Hey, wenn der Boden jetzt halt schief ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Nee, eigentlich können wir jetzt die Kanten hier messen und dann die Mitte davon nehmen. 135. 65,5. Oder? 7,5, oder? Irgendwas mit 7,5. Ja, irgendwas mit 7,5, ja, aber. Ja, die Mitte war ja das. Ah, minus 4. Ja, sieht auch gut aus fürs Auge. Ja, der Rest zieht sich, ja. Das Video wird später heißen, der Rest zieht sich. Das kommt schon. Ja, ey. Genau wie das Abenteuer Dachgepäckträger. Zieht sich. Aber steht schon mal was. So, jetzt kann man hier anreißen. Quasi so, wenn ich hier jetzt angerissen habe, dann kann man den Abstand abziehen quasi. So, und das heißt, dann weiß ich zum einen, wo ich hier abschneiden muss. Und zum anderen, wenn ich das dann abziehe, weiß ich, wo hier dann die Bohrung hier durchkommt. Ne? Zack. Ah, hier ist Bündig. Ah, fuck, hier ist Bündig. Der muss ich von unten. Ja. Zack, 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 zack. Fertig. So, da ist jetzt die Markierung. Das heißt, da kann ich abschneiden. Und von derselben Markierung rücke ich 2 nach unten und 2 von der Seite rein. Das heißt, ich habe immer schön überall in der Mitte diese Zwoller schon nach. 2 rein, 2 hoch. Perfekt, ja, geil. Na? Gut, geht voran. War schon gerade fast drauf. So, jetzt sind die alle markiert und werden einfach nur gebohrt. So, guck, und wenn du jetzt die gegenüberliegenden quasi aufeinander legst, dann kannst du da durchgucken. Das heißt, man hat gute Arbeit gemacht. Und das ist gut genug. So, jetzt ist hier das Problem, wenn das Ding jetzt so da ist quasi. Und dann hier der Halter drauf soll, so, dann ist da zu wenig Gewinde raus. So, das heißt, wir lassen jetzt. Och Mann, das ist das so viel Akt. Das heißt, ich lasse hier so einen Schuh rein, ne? Und dann gehen wir von oben mit einer Schraube da durch. So, und die versenken wir jetzt schön, dass der Kopf hier schön reinpasst. Ja. Oh! Was? Ah ja, das ist ja wie gekauft. Das ist ja besser als gekauft quasi.
Der meint wirklich, dass der da einen Gepäckträger drauf bauen kann? Nee, ja, das passt, passt nicht. Nee, passt, nee. Passt. Er hat 50 Euro gewettet. Ich weiß auf jeden Fall, dass... 50 Euro nehme ich dir ab. Ich hänge vorhin schon mal ein, als Proof of Concept, ob das hier überhaupt funktioniert. Erstklassig, Alter. Wirklich, das hier ist geil. Ich, oh, scheiße, ich muss hier noch abschneiden jetzt. Oh, Mann. Oh, ist das viel Arbeit, Alter. Ah ja, ich hatte das on, im Kopf hatte ich das schon richtig fertig und das war eigentlich nur ein Stecksystem. Hast du eine Leistung bestellt oder? Keine Ahnung. Also, laut Bestellungstor, ja. Das ist nicht mein Fehler, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum soll ich die eine Leiste falsch bestellen, weißt du? Wir beide, ich müsste eine von denen zu wenig und dafür eine andere zu viel. So, das, also, ne. Geil, ey, aber das hier funktioniert doch schon alles. What's love? Also jetzt ist schon echt geil eigentlich, finde ich. Also hier ist schon bombenfest, Alter. Was soll denn hier verrutschen? Oh Mann, Alter, echt. So, soweit so gut. Also wenn man es mal genau nimmt, ist das per Definition ab jetzt ein Dachgepäckträger. Der ist fest mit dem Auto verbunden, der ist relativ gerad und man dürfte so fahren. Also theoretisch habe ich jetzt schon die Wette gewonnen. Ja. Ich bin wieder auf Null vor allem. Entschuldige, ich habe nur große Scheine dabei. So. Ja, wir sind wieder auf Null, ne? Bei uns, ey, natürlich, er nimmt es auch immer. Wir halten uns immer die Waage mit unseren Wetten. Hier, also das da. Warte. Ja, das kommt noch. Ja, aber ist egal, ich dürfte so fahren. Ey, ein überstehendes Ding, das muss ich noch abmachen. Das kann ich nicht drin lassen. Wenn das jetzt abreißt, dann muss ich das halt... Ey, hier war nicht richtig... Oh, die hier ist nicht fest. Die war noch nie fest, glaube ich. Aber ich sehe gerade. Ja. Was? Alter, wenn das Ding wegfliegt, steckst du hier schön deine Kette. Ja, aber hier nicht so gesund, das ist bei dir ein bisschen gerade, ne? Ich übrigens auf letzte Woche nur mal geahnt. Aber warte mal, wir müssen mal rein rechtlich hier was klären. Die einzigen Grundvoraussetzungen für einen Dachgepäckträger sind, du darfst nicht mehr als 2,55 breit sein und 4 Meter irgendwas. So nach hinten hast, darfst du nicht länger als... Ist auch scheißegal eigentlich. Das zählt eigentlich als Ladungssicherung, deshalb musst du selber dafür gerade stehen, dass das alles hält. Das kontrolliert aber keiner, der TÜV oder so. Muss nur gucken, dass dir nichts vom Dach fällt. Und wenn dir was runterfällt, ist eigentlich nur eine ziemlich geringe Geldstrafe. Also eigentlich schon was. So, und ich bin ja ein Mann mit vielen Prinzipien. Und eins von den Prinzipien ist, dass ich unter der Woche keinen Alkohol trinke. Heute ist aber Freitag und wir sind fertig mit der Arbeit. Und Freitag gehört zum Wochenende quasi. Weil der, also weiß schon, immer wenn man abends halt... So, aber dafür der Sonntag halt nicht mehr. So, und jetzt kann ich ein Bier trinken. Ist das geil, ist das geil? Ich bin so happy, dass das Ding endlich da steht. So, aktueller Stand der Dinge. Ich hatte jetzt mal hier oben noch diese überstehenden Dinger weggemacht. Ich habe hier das mal abgeklebt, damit es nicht so pfeift. Und habe gerade noch ein kleines Seitenprojekt beendet. Und zwar jedes Mal, wenn ich von der Räumstelle wegfahre, sehe ich nur im Rückspiegel, wie halt hinten der ganze Matsch halt... Ja, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich demnächst die Karre bezahlen kann. So, jetzt habe ich hier so Kotflügelverbreiterung einfach draufgepappt. Und dann hier so Mattgarzen noch dran. Von Sparko. Ja, damit das eben einfach nicht mehr vorkommt. So, und hier oben sieht es jetzt so aus. Ich bin hier hinten. Hier den letzten Träger setze ich rein. Damit, wenn die Klappe offen ist, dann... Ach, ich mach die Klappe mal auf. Ja, damit, wenn die Klappe offen ist, dass ich halt hier noch die Zusatzscheinwerfer halt dran machen kann. Ne? Vorne habe ich es ein bisschen anders gemacht, seht ihr? Da habe ich das Profil vorne dran gesetzt hier. Das heißt, ich habe hier nochmal 4 cm nach vorne bekommen quasi und habe immer noch genug Platz für die Zusatzscheinwerfer. Grundsätzlich ist es so, eigentlich könnte man jetzt schon aufhören. Das hier Ding ist fertig, ne? Das hält ordentlich was aus. Gut, ich habe hier die Verbindungsstücke sind alle noch nicht drin, weil ich will ja noch weitermachen. Weil das Ding muss natürlich viel cooler noch werden. Jetzt kommen die Sachen, die nachher Sahne werden. Ich mache jetzt quasi noch so Schienen on top und dann noch Zusatzscheinwerfer, aber ich zeige es euch doch lieber einfach. So, und vielleicht denkst du jetzt gerade so, oh, ich kriege das vielleicht nicht hin, weil bei dir sieht das immer so einfach aus und du bist so das Ass im Handwerken und so. Aber keine Sorge, das bekommt schon jeder hin. Weißt du, Tommy, bei dir geht das immer so schnell und das passt immer so gut, aber nee, ich lasse das gut aussehen durch die Magie des Videoschnitts. Und ich verstehe, warum ihr denkt, dass das so schnell geht, aber nee, das hier ist der dritte Tag und ich habe einfach immer noch dieselben Klamotten an, weil die Diana ist im Urlaub und ich habe keine Ahnung, wie eine Waschmaschine funktioniert. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und bei mir ist so, ich mache Sachen mit hoher Priorität sofort und Sachen mit niedriger Priorität gar nicht. So, das hier werden die Abschlussschienen. Okay, also grundsätzlich funktioniert's.
Och Mann, Alter. Na gut, das Ding ist auf dem Weg. So. Ist alles mal provisorisch jetzt nur, ne? So, ist jetzt mal alles richtig festgemacht. Passt auch alles ganz gut zusammen. Und jetzt soll das mal übers Wochenende zeigen, was es kann und ob es auf dem Dach bleibt. Und am Montag auch noch auf der Arbeit. Das heißt mit anderen Worten, ich habe einfach keinen Bock mehr für euch. So, jetzt kamen endlich die letzten Lampen. Und ich habe eine neue Hose an. Die Lampen kamen endlich fürs Auto. Die Lampen. Für rundherum. Happy! Hi. Jo. Jo. Hallo. Hallo. So, jetzt wollte ich die gerade anbauen, aber es ist eigentlich viel zu schönes Wetter, um in der Halle zu schaffen. Und da kam ich auf ein anderes Seitenprojekt, wo ich eure Hilfe brauche, wenn sich da einer auskennt. So, und zwar hätte ich gerne einen Heckträger für mein Auto, quasi, dass das Moped hinten aufs Auto geht. Das hatte ich mal online gesehen. Das ist dann quasi, als hätte mein Auto einen Rucksack auf. Warte, ich hole mir gerade meine Süße. So, safety first. Jetzt gibt es hier halt was, wie so ein Fahrradträger quasi nur für Autos. Und meine Stützlast ist nur 140 Kilo am Touareg, aber ich habe gesehen, die Amis kriegen das irgendwie auf 300 und da muss ich glaube ich was einschweißen. Und da wäre es super, wenn das einer von euch schon mal gemacht hat und vielleicht was in die Kommentare schreibt. Das wäre mega. Ich hätte gerne dabei. Übrigens, wer kennt's noch? Sind noch welche von der alten Garde da? So, und ich mache jetzt mal schnell eine SKF und dann mache ich nachher weiter. So, ich hatte jetzt schon mal alles dran und baue es jetzt alles ab zum Lackieren. Ich wollte es erst zeigen, wenn es ganz fertig ist danach. Also jetzt wird lackiert und dann wird alles dran gebaut und dann ist fertig. Top, es wird. Geil, geil, geil. So, wird. So, Tag 45, heute mal in Zivil. Und zwar will ich Tagesboxen aufs Dach machen, ne? Und dafür muss ich jetzt Halterungen bauen. So, und ich will da unten diese Kante benutzen, hier die, um die eben zu kontern auf dem Dachträger. Und das will ich eben auch mit so einem L-Profil machen. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Aber es wird langsam, guck. Oh, mir ist gerade schon aufgefallen, dass ich scheinbar gestern die Hälfte der Schrauben einfach vergessen habe zuzudrehen, ne? Damit bin ich jetzt fertig, allein das hat schon wieder eine Stunde gedauert und ach, ich habe mir die richtigen Schrauben hier um mein Konzert. Ich mache morgen weiter, komm. Ja, ich habe blöderweise doch noch ein paar gefunden, die passen. So, also so kann man sich das vorstellen quasi. Davon mache ich aber zwei Stück auf jede Seite, also hat jede Box 8 Stück. Kommt noch Gummi dazwischen und dann sollte das ja eigentlich halten, oder? Ja, muss halt. Und jetzt kommt auf jede Schraube noch Loctite, ne? Dass die sich nicht von alleine da raus vibrieren wieder. Also klar. Oh, was ein Fummelscheiß, Alter. Wo ist der Vitali? Der hat doch Geduld. Ich reiß das Ding hier gleich ab. Jetzt hab ich dich, du Arsch. So, wir haben jetzt einfach so auf die, wie gesagt, die L-Profile reingebaut. Dann in die Schiene gekontert und die kontert sich hier hinten einfach gegen das normale Profil. Das heißt, dadurch stellen die sich gerade und drücken dann von oben auf die Lippe hier drauf. Und hinten habe ich jetzt einfach mal mit Gummi. Probiere ich jetzt einfach mal, ob es besser funktioniert über die nächste Arbeitswoche und dann, wenn es drauf bleibt, dann. Oh, kommt doch nicht schlecht. Ist gut fest und. Ja, ich mache jetzt mal für 2-3 Tage noch Spanngurt drum. Nur zur Sicherheit. Aber ich denke, es hält. So, wo soll das hin? Gar nichts. Das ist schon absurd.
absurd hell einfach, ne? Vorne, links, links, rechts, hinten, ja. Ja. Sauber. Sauber. Das ist echt gut, ey. Sehr schön. Sauber. Top. Vielen Dank. Passt. Machen wir voran. Ja. Rechts. Anders. Ja. Nice, Alter. Machen wir hinten. Jawohl. Alter, diese. Sehr schön. Alter, sind die hell. Ja. Die Kamera kriegt das gar nicht drauf. Ja, nice. Gut. Jetzt durchs Dach reingegangen, quasi unter dem ganzen Himmel entlang. Beziehungsweise hier kamst du direkt da runter. Dann hier runter an den Sicherungskasten. Und du bist an die Batterie dann wahrscheinlich unterm Sitz gegangen, oder? Nein. Hier ist der Wobbles drauf. Ah, okay. Und dann einfach hier noch an Masse. Fertig. Sehr schön. Super. Ich habe ja hier die Gurte drum und die lasse ich auch mal noch. Nur dadurch, dass ich das außen vorbeigeführt habe, verzieht sich hier, sieht man hier schön, die Abschlussleiste und das nervt. Das sieht einfach nichts aus, gell? Ich mache das einfach nochmal schöner, auch hier mal die Dinger endlich mal lackiert, die haben es ja ausgehalten jetzt, die bleiben zusätzlich. So, was ich jetzt mache, ist hier ein paar Unterlegscheiben dazwischen, dass das ein bisschen weiter vorkommt, dass wenn ich dann einen Gurt drum mache, dann kann ich das zwischen der Abschlussleiste und der Strebe langspannen. Das würde aber dann auch bedeuten, dass meine schönen Kanten hier dann im Arsch sind und dann wollte ich aber eh eigentlich machen, hier so einen Winkel noch drüber machen, den ich dann schön reinbohre oder so. Ach komm, ich zeig's dir. Und außerdem wird die verzinkte Scheiße, die da vorher drin war, jetzt mal gegen A2-Schrauben ausgetauscht. Sehr schön, Edelstahl. Zum Beispiel im Zug auch noch mal, ist hier die mittleren Schrauben. Da kommen hier diese, ja eigentlich sind das Handtuchhalter. Die lackiere ich noch schwarz, die kommen da dran ins selbe Loch und dann kann ich von oben einfach ein Netz dort auch einhängen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay. Was glaubst du? Sie aus dünnem Alu, die verbiegen halt leicht. Jetzt kommen die einmal in den Schraubstock und schon sind sie wieder gerade. So quasi. Und jetzt ist hier ein kleiner Spalt, wo dann der Gurt schön durchgeht. So, und wie erwartet sind halt jetzt hier an der Ecke die Abstände scheiße. Und dafür habe ich hier so eine L-Schiene quasi aus Alu. Und die wird jetzt hier schön angepasst. Hier hinten soll dann noch so ein Gitter rein, oben drauf quasi, dass da nichts durchfällt. Dann kann man da nämlich ein paar Sachen drauf machen, ohne dass sie durchfallen. Oha. Och Mann. Ach Scheiße. Ja. Oh. Okay, ich zieh doch eine Brille. Muss nicht so genau sein, aber so genau wie es geht. Ja, wird schon passen. Der Rest zieht sich. Also, wir haben so 1-3 cm Spiel. Ach, schön. Ich fühle mich einfach wieder. Ja, man merkt. Das geht nicht mehr ab. So Freunde, ist endlich alles fertig. So, ich zeige euch noch mal einmal alles. Lichter außen rum. Das heißt, man kann, egal wie das Auto steht, alles um sich rum beleuchten. Das ist super beim Camping oder auch bei der Arbeit. Hier habe ich, wie gesagt, noch dieses Netz reingelegt. Da kann man dann alles schön festzurren. Rucksäcke und ich habe halt eben diese Rohre drauf, die ich bei der Arbeit brauche. Schaufel ist schön fest. Zu den Tagesboxen muss man nichts sagen. Die sind top und wasserdicht. Sind einfach die besten, die ich kenne. Dann ein paar Bergungsbretter, falls man sich mal festgefahren hat, was tatsächlich echt oft vorkommt bei uns. Alle Links, genauso wie ich es gekauft habe, sind in der Beschreibung. Das hier sind zwei einzelne Kanister von Frontrunner. Gibt es auch als Doppelkanister, aber ich wollte es schön anordnen können, wie ich Bock drauf habe. Die Tagesboxen sind hier schön gekontert eben, habt ihr ja gesehen. Und dann sicherheitshalber nochmal mit dem Zugurt festgebunden. Hier sind die Abschlusskappen, von denen ich gesprochen hatte. Und hier die Haken auch an drei Seiten, falls man mal ein Netz drüber spannen will. Also alles in allem haben wir es endlich geschafft. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann hat es euch hoffentlich auch gefallen. Und würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil dann kann man öfter mal so Videos machen. Und liken wäre cool. Ach, sieht da jetzt echt Bombe aus. Ich freue mich echt. Wir haben gerade das dritte Bild gemacht, deshalb liegt die scheiß Armbrust noch da drauf. Ja, Reifen brauche ich jetzt noch neu. Aber hier, der Spritzschutz ist komplett gemacht. Ach, ich freue mich. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal.